Herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer, hier wieder zu einer neuen Ausgabe von Spieltag aktuell beim Wohnzimmer Cup 2021. Heute vierter Spieltag, gebt euch die Begegnungen, waren echt coole Spiele dabei. Zu Beginn gleich mal das Spitzenspiel der Gruppe E zwischen Tuxat Magali vom FV Ülkimsburg-Hitzingen und Frank Lesch von der Spielvereinigung Giebelstadt, beide noch ungeschlagen. Mal schauen, wer sich die Tabellenführung sichern kann. Frank Lesch und sein FC Liverpool scheinen Standards geübt zu haben und probieren hier eine Variante aus. Ecke kommt hoch rein, doch Neuer pflückt die Murmel runter und wie man ihn kennt, macht er das Spiel schnell. Weiter Abschlag auf den schnellen Mann auf Außen, der setzt sich durch, kommt hier an der Grätsche vorbei. Sané setzt sich clever im Rückraum ab und schiebt ein 1:0 für Kitzingen. Tuxat Magrali, wie man ihn kennt, mit seiner Offensivgewalt, wird am Ende des Tages bei 26 Toren stehen. 1:0 für seinen FC Bayern, die Fans sind völlig aus dem Häuschen. Und weiter geht die wilde Fahrt. Magrali, wie gerade schon erwähnt, offensiv hier, sehr trickreich, versucht es mit dem Chip, doch nicht von Erfolg gekrönt. Magrali bleibt am Ball, schönes Direktspiel durch die Mitte mit dem Chip. Schiebt er vorbei, den kann man machen. Lesch geht mit dem 0-1 Rückstand in die Halbzeit, versucht es dann mal über die rechte Seite. Aber Pavard blockt den Schuss von Mo Salah. Mané köpft nochmal in die Mitte, Szene ist noch heiß. Lesch bleibt weiter am Ball, versucht es mit ein paar Tricks, aber kriegt nur die Ecke. Wieder die Standardsituation, vorhin erwähnt, wurde schon trainiert. Auch die wird abgefangen, zweiter Ball, nochmal ran, Vorteil wird laufen gelassen von Schiri Peter Petersen, aber da Schuss, da verzieht Mané zu arg und kann nicht ausgleichen. Magali brauchte 10 Minuten, um ins Spiel zu finden in der zweiten Hälfte. Wieder über Sané, der am kurzen Eck, kommt aber nicht am Keeper vorbei. Die rausfolgende Ecke wird weggefaustet. Wieder beide setzen immer wieder nach. Zweite Bälle, wieder ein nicer Trick. Kurze Ecke wieder nachgesetzt. Aber jetzt vielleicht 64. Minute. Die Bayern versuchen es durch die Mitte und da gibt es Elfmeter. Magrali will oben nach rechts schießen, aber der Keeper hat den Riecher und zerrt ihn raus. Überragend von Alisson, wie er den oben aus dem Winkel fischt. Wahnsinn, sieht man nicht oft. Doch Magrali zeigt sich unbeeindruckt, will gleich die nächste Chance nachlegen, spielt durch die Mitte. Gute Kombination, freigemacht und setzt das 2:0 obendrauf. Ganz bitter für Lesch, da hält er den Elfmeter und kriegt dann trotzdem die Strafe und gleich das 3:0 obendrauf. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Magrali spielte sich in einen Rausch. Costa hier mit dem 3:0. Lesch warf alles nach vorne, doch wurde immer wieder ausgekontert. Wenn Magrali schnell spielte und mit direkten Pässen in die Spitze es versuchte, wurde es immer wieder gefährlich. Hier wieder der Stecker und trocken reingewamst. Gar kein Problem für den. Und jetzt schaut euch diese Kombination an. Unfassbar. Hier zieht er auf. Dann Doppelpass, doppelter Doppelpass, dreifacher Doppelpass. Weltklasse-Spiel. 5:0, da bleibt mir die Spucke weg. Damit setzt sich Tuxat Magrali an die Spitze der Gruppe E. Jetzt nochmal die letzte Möglichkeit für Frank Lesch, nochmal Ergebniskosmetik zu betreiben, aber keine Chance. Mann des Spiels, ganz klar, Leroy Sané. Wenn Magrali weiterhin so viel Durchschlagskraft in der Offensive beweist, wird es auch dieses Jahr wieder ganz, ganz schwer, ihn zu schlagen. Auch Frank Lesch mit einer sehr guten Ausgangsposition mit seiner Spielvereinigung Giebelstadt. Auch schon 9 Punkte auf dem Konto. Beides Jungs, mit denen man rechnen muss in dem 16. Finale.
kommen wir nun zur Gruppe A mit den Online-Experten Axel Waldmannstetter, der auch eine Story diese Woche bei uns auf der Hauptseite hat, gegen Jonas Roth, der FC Gollhofen gegen den SV Birkenfeld. Zweiter gegen Dritter verspricht auch sehr, sehr spektakulär zu werden. Eine Partie, die man sonst nicht so oft zu Gesicht bekommt. Der 1. FC Nürnberg trifft auf Real Madrid. Axel Waldmannstetter mit seinem FCN, hier mit schönem Kombinationsfußball, setzt sich klasse durch. Doch Courtois kommt raus und zieht den Ball aus dem kurzen Eck. Seinerseits Jonas Roth auch mit einem schönen Spielzug. Trickreich, lässt sich nicht die Kugel abnehmen. Und führt 1:0. Schön gemacht aus der Drehung. Wie ist die Antwort von Axel Waldmannstetter? Der schlägt auch zurück. Hier geiler Übersteiger und kurze Ecke eingeschoben. Die Abwehr kommt zu spät. Alle Abwehrversuche schlagen fehl und er bleibt gleich drauf. Links angetäuscht, rechts vorbei. Cool gemacht von Besson. Waldmannstetter versucht nachzulegen, kommt dem 16er hier aber nicht durch. Und dann löst Jonas Roth spielerisch hier über die rechte Seite. Flachpass an der Linie entlang wird Asensio geschickt. Der spielt steil auf Vinicius. Hätte auch querspielen können, aber macht ihn selber rein. 25. 1:2 für den SV Birkenfeld. Völlig ausgeglichene Begegnung. Waldmannstetter probierte es immer wieder mit Besson in Einzelaktionen am 16er. Kriegt jetzt hier die Ecke, kurze Variante. Da spielen sie auf Lokemba. Der zieht auf im 16er und haut ihn in die lange Ecke rein. Schön gemacht, clevere Variante. 2:2 zur Halbzeit. Völlig offene Begegnung. Hier erste kleine Chance, wird aber abgewehrt und dann lösen sie es spielerisch. Jonas Roth, einen sehr gepflegten Fußball mit seiner E-Sports-Abteilung über Vasquez. Versucht jetzt in den rechten Rückraum zu spielen. Groß auf Hazard, der scheitert am Keeper. Auch jetzt Ecke nochmal, auch kurze Variante, scheint sich zu bewähren. Beide suchen den fußballerischen Lösungsansatz, aber jetzt die Kontermöglichkeit, leichtfertiger Ballverlust. Hack spielt auf Lokemba, der hat heute schon getroffen, nimmt wieder Hack mit, der mit einem 50-Meter-Sprint unvollendet im Winkel. Hervorragender Konter. Und wir sehen wieder die kurze Ecke-Variante. Ein Mittel, das wir schon beim ersten Wohnzimmer-Cup mehrfach gesehen haben. Lokemba, starke Partie von ihm. Bedient Zebrak, Scheffler, Besson, der hat heute auch schon getroffen und auch der vollstreckt. Was ist mit Jonas Roth? Hier schicken sie wieder Asensio, der im rechten Flügel viel Betrieb macht. Aber der schafft es nicht. Knote sitzt auf dem Ball. Jonas Roth ist etwas überrascht worden von den schnellen zwei Toren von Waldmannstetter. 82. schon, da bleiben sie hängen, wieder Kontersituation. Axel Waldmannstetter verzieht aber und kann nicht die Vorentscheidung setzen, aber es kam nichts mehr vom SV Birkenfeld. Damit 4:2 für den FC Gollhofen, der nun punktgleich mit dem SV Birkenfeld auf Platz 2 steht. Herzlichen Glückwunsch, diese Gruppe verspricht auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu bleiben bis zum Schluss. Spannende Ausgangssituation auch in Gruppe H zwischen dem SV Heidingsfeld und dem FSV Esselbach Steinmark. Die Kontrahenten Dominik Peschke und Philipp Schilling kämpfen beide um den Einzug in die K.O.-Phase, haben ein ähnliches Punktekonto auf dem Tableau. Esselbach mit 6 Punkten, Dominik Peschke mit 4. Mal schauen, wer im Verfolgerfeld die Vorteile in der Tabelle ziehen kann. Dominik Peschke mit dem FC Liverpool von rechts nach links begann gleich mal spielfreudig und versuchte sich mit sauberen Kombinationen und Ballbesitz in die Partie zu finden. Esselbach kam bis zur ersten Torchance noch gar nicht an die Murmel ran. Heidingsfeld lässt den Ball gut laufen, jetzt hier über die Seite. Da geht es in den 16er rein und im letzten Moment kann die Flanke innen noch geklärt werden. Er versucht es nach wie vor, doch hier geile Grätsche. Esselbach mit Pressing, Schilling setzt Peschke unter Druck. Doch was ein kapitaler Bock jetzt von Alisson. Querpass ausgenutzt, direkt den Ball abgefangen. 1:0 aus dem Nichts. Ganz, ganz bittere Pille. Doch Peschke zeigt sich unbeeindruckt und versucht seinen Gegner das Spiel aufzuzwingen. Wieder über die starke linke Seite
mit Mané, setzt zur Flanke an und direkt Abnahme am kurzen Eck. Stark gemacht, 1:1 Ausgleich. Es ging hin und her. Nochmal die letzte Chance vor der Halbzeit für Schilling. Der bedient gut im Rückraum, auf der Linie geklärt. Philipp Schilling zeigte sich auch im zweiten Durchgang sehr, sehr spielfreudig. Ließ die Kugel gut laufen. Von beiden Seiten ein offener Schlagabtausch mit vielen Torraumszenen. Hier schön mit der Hacke abgelegt. Gewaltschuss, aber abgefälscht. Glück gehabt, die rausfolgende Ecke führt auch nicht zum Tor. Zumindest noch nicht. Denn im Pressing und im Nachsetzen Schilling überragend. Geile Flanke am langen Pfosten. Wartet der Spieler, die Auswärtsfans des FSV völlig aus dem Häuschen. Und Schilling setzte weiter nach. Versuchte die Vorentscheidung zu erzwingen. Wunderbare Kombination. Jetzt wird der Ball gleich nochmal in die Mitte gespielt. Und dann gibt es einen herrlichen Steckpass. Doch Gnabry kann noch nicht verwerten. Aber Schilling bleibt drauf, geht wieder ins Pressing, macht Druck auf die Abwehr vom SV Heidingsfeld. Und Lewandowski ist zur Stelle und netzt 1:1:3 Führung. Ist das etwa schon die Vorentscheidung für den FC Bayern? Doch weit gefehlt. Costa holt sich den gelben Karton ab. Dann sehen wir hier den Einwurf, Standardsituation von Dominik Peschke. Und der macht den Doppelpack mit Roberto Firmino und stellt auf 2:3. Wieder alles drin. Mit der Kapitänsbinde am Arm setzt er ein Zeichen. Weit aufgerückt jetzt, weil er alles nach vorne wirft. Gibt es die Konter-Situation. Wieder gute Flanke, wie schon das ganze Spiel war, aber im letzten Moment nochmal geklärt. Und dann ist aber auch schon Schluss. Dominik Peschke konnte nicht mehr zum Ausgleich kommen und bleibt damit bei 4 Punkten stehen, während Esselbach auf Platz 2 mit 9 Zählern einen Riesenschritt Richtung 16-Finale macht. Da sehen wir eins der Verfolgerduells. Der FC Bayern gegen den FC Barcelona. Markt breit Martinsheim von links nach rechts. Versuchen hier über den rechten Flügel zu kommen, aber schwieriges Durchkommen seit Chilis Barcelona mit einer guten Defensivstrategie und jetzt auch mit gepflegtem Fußball. Doch die Pressing-Situation von Marc Breyend macht sich bezahlt. Berbas abgewehrt, fast das Eigentor. Glück gehabt für die Bayern aus Kitzingen. Eine sehr knappe Angelegenheit zwischen den beiden. Ließen wenig zu, wenig Torraumszenen hier schon kurz vor der Halbzeit die Ecke. Auch die brachte nichts ein. FC Barcelona mit Ansu Fati nochmal. Jetzt am 16er auch wieder geklärt. Eine wahre Abwehrschlacht sozusagen. Beide mit vielen Zweikämpfen ließen den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Jetzt vielleicht mal versucht er es nochmal, setzt sich durch. Jetzt müsste er Coutinho schießen. Braucht aber zu lang. Und gibt Neuer so die Chance, ihn rauszuziehen. Nochmal die letzte Situation vor der Halbzeit mit dem Eckball. Kommt auf den ersten Pfosten, Neuer überrascht, aber kann das Ding über die Latte lenken. Dementsprechend gibt Schiri Peter Pedersen nochmal 1 Minute drauf. Und welche seit Chili noch mit weiteren Standardsituationen versucht auszunutzen. Hier kurze Variante, doch wieder abgeblockt. Noch nichts passiert, nächster Versuch. Diesmal lang auf den Elfmeterpunkt. Kopfball kann aber abgewehrt werden. Neuer ist dran. So, als letzte Chance versuchen sie es wieder kurz auf Usman Dembele. Der will es trickreich machen, aber dann doch zu egozockerisch. Deswegen bleibt es beim 0-0 zur Halbzeit. Die Bayern-Fans von Marc Breit wirken zufrieden, müssen aber dann mit ansehen, wie Messi auf das Tor allein zuläuft, aber im letzten Moment ausgebremst wird. Wenig zu sehen vom FCB. Die FGMM, aber jetzt mit der Möglichkeit, Riesenchance und er macht ihn rein. Leroy Sané mit dem 1:0, eine Viertelstunde vor Schluss. Samuel Stumpf wollte den Schockmoment seines von den Kitzingern ausnutzen und direkt nachlegen, aber spielt es hier dann ein bisschen zu umständlich, ist eigentlich schon im 16er, aber dann wird der Ball nochmal rausgelegt. Dadurch nur Fernschuss, wird natürlich abgewehrt, den muss der Keeper halten. Beide Mannschaften neutralisierten sich über beide Strecken gegenseitig. Somit die FG Marc Breyend Martinsheim nun punktgleich mit den Bayern aus Kitzingen, wie vorhin schon erwähnt. Beide noch alle Chancen aufs Weiterkommen. Eine wirklich spannende Gruppe. Wir sind gespannt, wie es dort weitergeht. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Wohnzimmer Cup, Spieltag aktuell. Haut rein, bis bald.